long time. Long time. It's been a long time. I got you on my mind. Long time. Long time. It's been a long time. Kein Problem. Also, wir gehen jetzt ein bisschen Sport machen. Und zwar gibt es nämlich an der Promenade, an der Esplanade, so zwei kostenlose Plätze, wo man ein bisschen trainieren gehen kann. Da ist sogar niemand, sind wir gleich allein, das ist sehr schön. Wir haben jetzt ungefähr 9 Uhr morgens hier. Der Lukas wollte noch ein bisschen schlafen. Und ja, dann wird jetzt mal ein bisschen gepumpt. Richtig, erstmal ein bisschen Gas geben. Denn, ja. Achso, ja. Denn Fitness ist wichtig, Sport ist wichtig, das wissen wir alle. Ja. Die Gesundheit, ne? Hast du noch irgendwas zu sagen, oder? Ja, rette die Wale. Okay. Okay. Das wird genau geschrieben wie das Victors in Montabaur. Und die Schrift ist sogar dieselbe. Ich kann nicht zoomen. Scheiße. Also kurzes Update. Nee, ich mach Bock. Wir haben das Auto von unserer Gastmutter bekommen. Mit der einzigen Bitte, nicht bei Regen zu fahren. Und weil es nämlich so viel Öl verliert, dass man eigentlich bei jeder Fahrt auffüllen muss. Und sie Angst hat, dass das irgendwie so runtertropft, dass wir mit dem Auto wegrutschen könnten. Wie auch immer, wir sind losgefahren, als es gerade aufgehört hat zu regnen, haben gedacht, geil, weil es war gemeldet, dass es trocken bleibt. Aber na fuck, man sieht das nicht. Es ist ganz schön am Runterballern. Und ja, wir haben ein bisschen Angst, dass wir drauf gehen, weil wir hier in irgendeinem Gebirge mittendrin sind und wahrscheinlich hier noch 20 Kilometer durchballern müssen. Das war's soweit. Wenn wir nachher tot sind, dann wird das Video hier keiner sehen. So Leute, kleines Update. Wir haben schon den nächsten Schauer überstanden. Und die Straße ist zwar pitchnass, aber wir fahren einfach weiter und wir leben auch noch. Also, so, wir sind jetzt angekommen. War eine sehr lange Fahrt und wie gesagt, durch den Regen war es nicht so optimal, aber wir sind jetzt da am Miller Miller Waterfall. Guckt euch das einfach mal an. Sieht auf jeden Fall richtig fett aus. Es fängt schon wieder an zu regnen, aber
Das Wasser soll wohl auch sehr kalt sein. Wir probieren da gleich mal reinzugehen. Mal sehen. Wird bestimmt witzig. So, wir sind jetzt hier am Wasserfall und das Wasser ist eigentlich gar nicht so kalt, aber schon sehr kalt. Also es ist nicht warm. Wir schwimmen jetzt mal raus und dafür muss ich die Klappe zumachen. Das heißt, man hört uns wahrscheinlich nicht mehr. Oh. Nee, da bis zum Wasserfall gehe ich nicht. Yay! Oh fuck! Aber ein Bild, oder? Also, wir sind hier immer noch im Wasserfall und so langsam kommen auch die Touristen da hinten. Natürlich nur, um uns zu sehen. Die wollen natürlich eigentlich nur Bilder von dem Wasserfall, aber jetzt sind auch drei sehr weiße Deutsche drauf. Wir sind jetzt in Ellis Beach und sieht schon mal jetzt ziemlich geil aus. Ja, hier ist ein schöner Strand. Jellyfish und Krokodile im Wasser, aber es sieht aber wir sind auf jeden Fall brutal, deswegen gehen wir auch da rein. Ja, hier, guck mal, wunderbar. Ich drehe einfach mal die Sicht. Alter, ne? Guck mal die Palmen. Ja. Schöne Palmen hier. Schau mal eine Palme aufs Top. Sieht auch dumm aus. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. So Leute, uns ist langweilig, deswegen machen wir jetzt einen kleinen Wettbewerb. Wir beide buddeln uns jetzt im Sand ein. Richtig. Und danach wird der Lukas den Fußball loslassen. Und der wird dann ins Meer rollen und wer sich als erstes ausgegraben hat und den Fußball in der Hand hat oder den berührt, der hat gewonnen. Den berührt. Alles klar. Let's show begin. Da. For you, cry for you, this is what I can't deny. I die for you, cry for you, please don't say goodbye. Die will rennen. Bist du bereit, Lukas? Sei bereit. Es geht, ich glaube, hier geht's gleich richtig. Ja! 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 Ja, Mann! Weggeballert! Ja, Mann! Long time, it's been a long time. I got your arm on my long time. Long time.